Ankunft im Labyrinth einer Stadt in der Nacht. Und die Hoffnung verfliegt auf ein bisschen Schlaf. Sehnsuchtsvoll hört mein Blick überm Platz. Und er streift jenes Schild, das da lügt von Geborgenheit. Geschlafen hab und ob sie noch etwas bringen kann. Das Zimmer ist zu klein. Ich bleibe lässig, die Tür neben mir, ich lehn mich an. Sie meint, wenn's in weichen Dauer, säubert sie so lange nebenan. Ich bedanke mich. In diesem Haus.
Platz in diesem Raum. Wer von euch ist manchmal out of space? Und weiß gar nicht warum? Mit Vollgas im Kreisverkehr. Yes, ja.
Der nächste Song ist geschrieben für meine Heimatstadt Erfurt City. So viele Leute ziehen weg in die Großstadt, fressen sich den Nährboden weg. Ich sag, bleib einfach hier und lern dich umzusehen. Ja. Bewegt. Das ist was zum Mitfühlen. Wir wollen nicht, dass euch was.
wir gehen steil. Check die Band, seid ihr soweit? Macht euch locker, indem ihr schreit. Check die Band, seid ihr soweit? Ihr seid gekommen und wir gehen steil. Check die Band, seid ihr soweit? Macht euch locker, indem ihr schreit. Du hast die Schnauze voll von lärmenden Straßen, das schon wieder wird gebaut, neuer Belag aus Ruhe. Keine Chance, sich mal auszuschlafen. Es macht erschwer das Abend. Die Luft schmeckt nach Abgasen. Der einzige grüne Fleck in deinem Kaff ist der Stadtgarten. An Sommerwochenenden überfüllt von Schnapsnasen, die sich wie malokatorisch um die besten Plätze streiten. Voll zur Ruhe, schön wär's wie eine Maus. Schlamm zu fahren, den Weg der Wolken zu folgen. Andere Gedanken haben Mauern hinter dir zu lassen. Statt sie beide anzustarren, und findest keine Abfahrt von dieser Autobahn. Fühlst dich wie ein Automat, würdest gern den Stecker ziehen. Du willst einfach nicht besser gehen. Was für eine Rolle Wetter spielt, ist egal. Ich werde das Fleckendecken überdacht und bitte. Dieser Party geht an jeden, der sich noch nicht bewegt. Das ist was zum Mitfühlen, ihr wollt, dass euch was entgeht. Dieser Party geht an jeden, tut es dafür eure Ohren. Die Band bringt den Saal zum Beben. Achtung bitte mal nach oben. Underground, hier auf meiner linken Seite. Wo sind die Arme, bitte schön? Und hier die rechte Seite. Und Prime in der, wo sind die Arme, bitte schön? Deinen Namen zu kennen. Kennt auch jemand das vorhergehende Album, Gute Musik? Ja! Wenn ich ihn hätte, würde ich einen Huni drauf wetten, dass ihr nicht drauf kommt, was als nächstes jetzt. Mal gucken, ob ihr den Song erkennt. Definitiv, ihr kommt nicht. Wer den Song meint, dass er ihn erkennt oder einfach erkennt, der gibt uns ein Signal. Check, check it, ja. Okay, kann sein. Yeah, freak, freak, ja. Ich meine eindeutiges Signal, wenn ihr euch eindeutig sicher seid. Ja, sicher sein. Ja, ja, so richtig sicher sein. Ja, 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 freaky, freaky, yeah. Wieso? Freaky, freaky, yeah. Wieso? Freaky, freaky, yeah. Auch wenn man investiert.
kann ich auch nicht ändern. Oh, oh, ich komm nicht auf den Nenner. Oh, oh, das kann ich auch nicht ändern. Lass mich los, gib dich nicht auf. Ich lieb dich nicht, nur ein Grund, warum du mich nicht brauchst. Schau mich nicht so an, davon wird es nicht besser. Ich hab keinen Plan, warum ich mich nicht trau. Du bist furchtbar nett und gut gebaut. Oben drauf noch schlau, nur ich hab leider kein Interesse. Das kann man auch so sehen. Das muss man auch so sehen. Heiß und schwitzig hier im Rockpalast, natürlich im Underground. Warum? Clouseau hat gespielt. Einen wunderschönen guten Abend. Wie war es für euch? Guten Abend, war der Hammer auf jeden Fall. Underground ist auch geil in Köln. Kleine Bude, hat gerockt wie Sau. Und war aber für uns ja auch nur ein Warm-up heute sozusagen. Ja, ja, weil morgen geht's ja gleich weiter. Geht's rüber in die Live Music Hall, dann mal ein bisschen größer. Aber jetzt mal ehrlich gefragt, sowas Kleines, wenn ich mir das angucke, das hat sowas ganz Spezielles. Ich glaube, was da passiert... Kann das in so einer Größe wie Live Musical überhaupt noch passieren? Weil so die Interaktion, die da wirklich stattfindet, die ist so intensiv. Auch die Schwingungen, die da hin und her wandern. Ich finde, das ist hier gerade ganz speziell. Ja, ich denke, in einer größeren Halle dauert es einfach nur ein bisschen länger. Aber wenn es dann feiert, ist natürlich auch eine riesige Wand, die zurückkommt. Für uns ist die Abwechslung cool. Das heißt, wenn wir Festivals spielen oder große Sachen, freuen wir uns, im kleinen Club zu sein. Und nach einer kleinen Clubtour freuen wir uns, wieder auf Festivals zu spielen. So. Das heißt, für euch funktioniert also auch beides, sowohl das eine als auch das andere. Ja, wir haben eine achtköpfige Band auf der Bühne und das ist schon auch eine Wand, die nach unten ankommt. Also bis jetzt hat es gerockt überall. Hat man ja auch gemerkt, vor allen Dingen unfassbar viele Ladies von den ersten Reihen. Ist das eigentlich immer so? Ja, die erste Reihe ist immer so ein bisschen kürzer auf jeden Fall, so ein kleiner Knick drin. Aber es ist eine schöne Mischung vom Publikum. Es waren auch heute viele Leute da, okay, war ein bisschen mehr Backstage-Party, Haufen Freunde auch dabei. Aber sonst sind Musiker dabei, viele, die sich das mal angucken, weil viele Musiker auf der Bühne stehen und quer durch den Gemüsegarten, weil unser Sound auch sich an allen frech bedient. Insofern es ist eine schöne Mischung. Der sich auch durchaus weiterentwickelt hat. Also es ging schon eher Hip-Hop-lastiger los, ganz am Anfang. Und jetzt mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen grooviger, souliger teilweise auch. Wo kommt so eine Entwicklung her? Und was sind dann die Einflüsse, die dich auf diesem Weg gekreuzt haben, dann dahin zu kommen? Kann ich dir so genau nicht sagen. Ich habe einfach ein riesiges Umfeld von Leuten, die musikbegeistert sind und musikoffen vor allen Dingen auch. Wir haben ein Studio in Erfurt, Zughafen heißt das Ding, ist ein alter Güterbahnhof, da sind 6, 7 Studios drin, Semi-Studios von Freunden, also von House über Jazz, Hip-Hop, Rock, alles mögliche dabei. Und das fließt halt alles mit ein. Wir sind halt sehr offen und ich bin halt im Hip-Hop groß geworden in der Szene, die ich sehr kreativ fand für mich, um mich auszutoben. Habe aber gemerkt, dass mir das Singen liegt, obwohl ich nie Gesangsunterricht hatte oder sowas. Und habe das dann ausgearbeitet und das wurde auch gefördert von Leuten, die das ja noch, man kriegt das ja selber gar nicht so mit. Erstmal ist man mit Reimen beschäftigt im Hip-Hop, weil man sich ja nicht nur frech bedienen will an dem. Immer schön im Buch blättern, ne? Genau. Nicht vergessen, schnell schreiben, Buch blättern. Nein, hat damals nicht. Und dann, ja, wie gesagt, die Fantas haben das zum Beispiel auch gefördert. Die haben auch gesagt, ey, da ist noch mehr drin. Andreas Welskopf hat immer gesagt, check das aus. Und ich selber habe es natürlich auch gemerkt, da ist noch ein bisschen mehr. Und dann ist es eine Und du hast ja auch ein Backup mit dabei, der dann auch, genau. Der dann auch noch viel mehr mitsingt. Wie ist das dann? Ist das auch für dich so, dass du sagst, du kannst dich ja viel mehr mit einbringen, was dann live auf der Bühne passiert, auch gerade so gesangslinienmäßig? Da haben wir auf jeden Fall jetzt ein, zwei Sachen schon geübt oder im Studio dann auch mit der Band geprobt und haben halt gemerkt, alles klar, die Line ist cool für mich jetzt und wie gesagt auch, das machst du, das macht dann der Keyboarder Philipp und so ist das miteinander gewachsen, genauso wie halt er jetzt seinen Liedermacher oder Songwriter aus sich herausgemeistert hat, ist bei mir genauso, dass ich halt dann mich auch über Clouseau und Band halt entwickle und meine eigenen Fähigkeiten für meine eigenen Sachen dann auch weiter nach vorne bringe. Im dritten Stock bricht Feuer aus, doch das macht mich nicht heiß. Ich
Ich finde, Panik sieht bescheuert aus. Auf den Alarm gebe ich nen Scheiß. Schnell in Sicherheit, wieso? Jetzt zu gehen wäre viel zu leicht. Auch viel zu leicht, ja. Die Gefahr kapier ich schon. Nur ich ignoriere sie immer gleich. Ich muss mich konzentrieren beim Bauen, denn der Strom ist scheinbar weg. Am Fenster wird es mir zu laut. Ich leg mich wieder in mein Bett. Ich leg mich wieder in mein Bett. Ich leg mich wieder in mein Bett. Hallo, ist da jemand? Hier spricht die Feuerwehr. Bitte bewahren Sie Ruhe, wir kommen Sie retten. Hallo, ist da jemand? Kann es sein, dass hier das Haus brennt? So ein kleiner Joint ist schnell gebaut. Vergessen ist so leicht. Viel zu leicht, viel zu leicht. Viel zu leicht, viel zu leicht, oh! Viel zu leicht, viel zu leicht, oh! Viel zu leicht, viel zu leicht, oh!
Dankeschön. Eine ganze Grüße noch ein ganz klein bisschen lauter machen. Max, ja, muss mir nur Bescheid sagen. Okay, danke. Bates wollte nur Bescheid sagen. Wer sagt wem Bescheid? Habt ihr Bock, euch zu bewegen? Sieht das aus? Hey. Yeah.
Michelle, man legt den Freak an den 12-10, aus der Brüssel liegt. Bin mir die ganze Zeit unterwegs und erschützt mich nur um eins. So heiß hier drin. Stell dich vor, ihr werdet jetzt alle an der Südsee. Irgendwo. Kommt gerade vom Strand. Man sieht nichts mehr, getraut sich auch nicht mehr ins Wasser rein, weil man zu viel den weißen Hai geguckt hat. Und ihr kommt hier in diese Bar oder beziehungsweise zu den Konzerten, habt einen Haufen Leute kennengelernt, die wieder verabschieden müsst. Und ihr denkt euch, mach's gut, egal wohin du gehst. Yes, sir. Check ein und du checkst aus. Wir waren zu früh am selben Geld. Aufenthalt im gleichen Haus. No, 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 no. Der eine kommt, der andere geht. Passagiere sind nur Besucher. Vielleicht kommst du ja vom anderen Kontinent. Wo machst du? Egal woher du gehst. Yeah, machst du? Egal wohin es dich auch trägt. Unter uns die Erde. In einem Vogel, der nicht mit den Flügeln schlägt. Ohne Berge. Alles klein, was sich sonst groß versteht. Passagiere sind nur Besucher. Vielleicht fliegst du grad über einen anderen Kontinent. Oh, 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 machst du. Egal wohin du gehst. Yeah, machst du. Wer von euch ist Fan von irgendwem?
Hat jemand einen Fan von euch oder ist jemand Fan von irgendwem? Also ich bin Fan von jemandem und ich habe auch ein paar Fans. Fanpost heißt das nächste Ding. Yeah. Lieblingsmensch, wie Dendemann sagen würde. Yeah. Kein Schritt nach vorn, kein Schritt zurück, auf dem Platz, wo wir uns immer sind. Ein Stück von dir ist wie ein Stück vom Glück, die Sonne will einfach nicht untergehen. Oh, oh, oh. Egal mit wem du sonst noch rumhängst, sei leider, ich bin dein größter Fan. Egal wer sonst so deinen Namen noch nennt, hey Baby, ich bin dein größter Fan. Ein Schritt nach vorn, kein Schritt zurück, auf dem Platz, wo wir uns immer sind. Ein Stück von dir ist wie ein Stück vom Glück, die Sonne will einfach nicht untergehen. Oh, egal mit wem du sonst noch rumhängst, sei leider, ich bin dein größter Fan. Egal wer sonst so deinen Namen noch nennt, hey Baby, ich bin dein größter Fan. Mit gutem Gefühl bewege ich mich im Dauerlauf durch meine Stadt. Mal saure ich auf, mach die Augen auf. Baue auf den Wissen, Namen mir vertraue auch. Der kleinen Portion Leidenschaft, die mir Kontrast gibt. Zwischen Träumen vergessen, was ansonsten noch so lastig. Denn alles ist kodiert, bleibt auf Dauer in mir. Nur durch meine Art der Übertragung wirklich schlau ist ihr. Doch bei euch ist es nicht anders, halt nur anders verpackt. Es bleibt ein Individ, alles Vergnügen, was man so sagt. So bilden Streitpunkte Norm der Föderation. Und wer weit unter dem liegt, ist sich zum Dichten geboren. Oh. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Sonne geht auf. Yeah, yeah, yeah. Das Leben ist
ist ein steiler Pfad, versehen mit vereisten Stufen, wenn die meisten noch schweigen. Manch hört man leise fluchen, keine Quür zurück in alle Zeiten, wie ins Reich der Jugend. Trotzdem wünsche ich dir für Glück, ich um jeden Preis suchen, die leben. Zwischen Steinen suchen die kleinen Blumen, die den Kopf nicht entlassen. Man muss sie vereinzelt suchen, wie nach dem eigenen Weg, wie nach Details des Guten. Sich auf den Geist berufen, da wo Zweifel entstehen. Egal wie viel Leid du auch erträgst, du weißt nicht, wie weit es noch geht und dich erreicht. Der Scheiß vom Welt, der dir auf eine Weise erzählt, auf dass du weiter bestehst, als nur um Kreisen zu gehen. Hoffentlich hast du bis hier kapiert, dass jede Tür, die nicht verschlossen ist, offen steht, bis du sie passierst. So werden Chancen beerdigt, mit Problemen nicht fertig. Mal ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Die Sonne geht auf, die Sonne geht uns auf. Die Sonne geht auf, die Sonne geht uns auf. Die Sonne geht auf, oh, no, 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 no. Die Sonne geht auf, die Sonne geht uns auf. Die Sonne geht auf, die Sonne geht uns auf. Thank you.
immer da, wo was los ist. Immer mitten in der Stadt, dort wo die kleine Welt ganz groß ist. Sieht sie sich an den Lichtern satt. Sie erzählt dann und fand von dem um den, denn sie hat jeden schon gehabt. Auch wenn sie sich selbst nicht ganz so pflegt, pflegt sie zumindest den Kontakt. Und sie träumt von Chicago. Von Chicago. Irgendwo, wo sie keiner kennt. Und sie träumt von Chicago. Von Chicago. Dort, wo niemand ihren Namen nennt. Mit ihrem sonnigen Traum vor Augen läuft sie durch den Regen. Und jeden, den sie auf der Straße trifft, erzählt sie, sie wäre da gewesen. Beschreibt, an welcher Ecke sie schon war, denn sie kennt immerhin dich und das. Und wenn du bisschen was dabei hast, nimmt sie dich mit für eine Nacht. Sie nimmt dich mit nach Chicago. Nach Chicago. Irgendwohin, wo dich keiner kennt. Chicago, dort wo niemand deinen Namen nennt. Oh. Doch wenn man ihr erzählt, welchen Traum sie lebt, spielt sie gleich verrückt. Denn auch wenn sie kurz schläft, sobald das Licht angeht, dann muss sie schnell zurück. Manchmal trifft sie sich mit ein paar Leuten an einem unbestimmten Platz. Und wenn der frisches Zeug durch die Adern fließt, gibt man den Löffel an die Kumpels ab. Nur diesmal ist sie nicht gekommen, vielleicht hat sie's nicht gepackt. Nur eine kleine Nachricht ist alles, was sie hinterlassen hat. Ich komm nie mehr, ich bin in Chicago. In Chicago. Was interessant ist, ist, dass du dich, wie du es gerade schon sagst, so ein bisschen gewandelt hast, auch mehr so zum Anführungszeichen Singer-Songwriter, vielleicht sogar Deutsch-Liedermacher, ne? Ohne das jetzt negativ zu meinen, bei vielen ist das negativ behaftet, was aber schon für mich ein bisschen trifft, weil wenn man sich gerade mal so einen Song wie Chicago nimmt, der natürlich auch sozialkritisch ist mit dabei, dann kommt einem so schnell das Ding dabei. Ist das ein gewisser Fokus für dich gewesen, auch jetzt bewusst in diese Richtung gehen zu wollen und zu müssen? Also Liedermacher finde ich, wir suchen eigentlich nach einem Begriff für uns so ein bisschen und die Leute auch. Liedermacher, es klingt so ein bisschen verstaubt, okay, trifft's, weil wir machen Lieder in erster Linie, ja. Wir wollen Songs machen. Ich stelle mir dann immer so einen Typ mit der Gitarre vor, das ist es halt nicht. Clouseau ist halt, meine Alben sind so wie Mixtapes, also immer eine Überraschung. Es kann sein, dass ich auch ein elektronisches Album rausbringe und meine Stimme ist halt der rote Faden so ein bisschen. Und aber Liedermacher trifft es wiederum auch natürlich ein bisschen. Bei Chicago und bei Kein Bock zu gehen ging es mir in erster Linie darum, dass die Leute mich erkennen als Songwriter, dass man sieht, okay, da ist mehr, das ist ein Typ, der kann singen oder beziehungsweise hat Spaß am Singen und eine Band und Spaß an der Musik. Und ich wollte nicht mit Hip-Hop-Tracks rauskommen, dass das nicht verkannt wird, dass nicht da steht Hip-Hop-Konzert Clouseau, wie es ja oft gemacht wird. Und ich bin Songwriter. Um aber mal auf Chicago zu sprechen zu kommen, ganz lustig, ein guter Kumpel von mir, der hat eine Tochter, die ist jetzt gerade in die dritte Klasse gekommen und ich finde die Nummer unfassbar geil. Also ohne erstmal wirklich zu kapieren, worum es da geht. Und dann hat
der Vater ihr erklärt, worum es da geht. Geht das überhaupt? Ja, das ist halt die gute Frage. deshalb, ja, genau. Doch, er hat es ihr versucht, relativ klar zu machen, dass es auch um Drogen geht und, ja. Und um Dinge, die einen dann töten können. Wie ist das denn, wenn du sowas mitkriegst, dass natürlich auch extrem junge Leute so ein Thema dann plötzlich wahrnehmen und aufnehmen? Wie gehst du dann damit um? Und was sagst du denen, wenn auch Leute mit Fingern, du kannst dich hier nicht über Spritzen und Arm und so und Tod? Naja, also bei Chicago ist es ja so, in erster Linie habe ich immer einen Akkord, eine Melodie und dann entsteht eine Geschichte. Meine Songs sind wie Hörspiele. Und was ich da einfließen lassen wollte, ist auch, man rennt halt vorbei, weil es das schon gibt. Es schockt nicht mehr, so Christiane F. und alles so hat man schon. Okay, und deswegen läuft man da vorbei und das ist so ein bisschen das Aufzeigen. Und in der Lyrik oder in der Musik nimmt man auch das krasseste Beispiel. Ich habe halt bewusst eine Prostituierte genommen und dann auch auf Age, die davon träumt, nach Chicago zu gehen, um diese Sehnsucht ein bisschen rüberzubringen. Da fließt halt ganz viel rein. Für mich ist das kein Zeigefinger-Ding, deswegen haben wir das Ende auch offen gelassen. Ich find's cool, wenn sich die Leute ein bisschen damit beschäftigen, wenn sie es auch nachfühlen können. Das geht bei Musik eigentlich wunderbar. Ja, das sieht man ja auch. Also wenn kleine Kinder, die hören natürlich erstmal den Song. Also die fühlen erstmal die Mucke. Das ist ja, die gehen auch ganz anders an die Sache ran. Die hören nicht die Texte und setzen sich damit nicht auseinander, sondern die fühlen einfach die Nummer. Dem ist auch der Moment. Style von dem Typ egal. Total. Die einfach die Mucke cool. Ja, also das ist wirklich so. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also dass dann das auch weitergetragen wird und dass das schon so bei so früh schon Klick macht. Also das fand ich... sehr faszinierend, um ehrlich zu sein. Finde ich auch, aber von unserem Posaunisten, die Tochter, die steht auch auf Chicago total. Ja. Aber ist das so? Catch das auch ein bisschen. Also von 6 bis 99, wie eine Ravensburger Spielesammlung sozusagen, Clouseau. Cool. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, weil ich weiß, euer Zeitplan war sehr, sehr knapp. Dazwischen war noch Videodreh und so und dann so gerade eben das eine Fenster genutzt, dann hier aufzutreten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück noch für den Rest der Tour. Und liebe Leute, ne, ihr wisst es, ihr könnt da nachgucken unter clouseau.de. Da gibt es dann alle wissenswerten Infos, ne, zur Tour. Und jetzt nochmal hier live bei uns, ganz exklusiv und speziell im Club, schwitzend auf der Bühne. Viel Spaß. Love the people! Weiße Westen, Klassiker aus. Sieht echt entsetzlich aus. Ich geb mein Bestes, komm auf mein Konzert und teste aus. Weil wir die Leute lieben, holen sie aus uns das Letzte raus. Es wird heiß. Es wird heiß. Es wird heiß. So alt wie Gordon Gibson, falscher Glaube, der ein Volk verwirrt. So alt wie das Testament, Geschichten aus der Bibel. So alt wie Jesus, Superstar, die Message. Das Einzige, was neu ist, die Stimmung und was sie in dir erzeugt. Bass und Grüße auf dem Backtrack, immer wenn der Beat hier läuft. Du denkst, das Thema ist durchgekaut. Doch das kann man verschieden sehen. Für die, die es nicht verstehen, muss er manchmal tiefer gehen. Manchmal glaub ich kaum, man schlägt so, dass man sie dabei ewig nehmen. Trotzdem finde ich es schön auf Erden und würde mir niemals das Leben nehmen. Obwohl Typen wie wir mit geöffneten Augen durch ihre Gegend gehen. Aber manch Gespräch daneben steht. Bitte wissen das nicht, jeder sieht, was er von Wege will. Doch man kann deine Meinung an ihm sehen, was du so erzählst. Ey, Mann, pass auf, der Lauf der Dinge ist nicht vorbestimmt. Falls du verschließt in deinen Arm, bei uns ist allen vor Respekt. Der People und Respekt, mein Sohn. Wenn ich von meiner Box klebe, ist in jedem Reggae-Song. Es geht um Love, der People und Respekt, mein Sohn. Und wenn das jeder hier versteht, dann haben wir alle was davon. Es geht um Love, the people on
Love the people. Give us a love the people. Love the people. Love the people. Love the people und Respekt, mein Sohn, wenn ich von meiner Box lieb. Ist in jedem Reggae-Song. Es geht um love the people und Respekt, mein Sohn. Und wenn das jeder hier versteht, dann haben wir alle was davon. Whoa. Love the people und Respekt, mein Sohn, wenn ich von meiner Box. Sie fragt höflich, was ich möchte. Einen dummen Spruch verkneife ich mir. Ich sag, was Kühles trinken wär vielleicht das Beste. Es ist ja auch sehr heiß bei dir. Sie serviert, als hätt sie königliche Gäste. Ich stell mir vor, wie sie ihr Kleid verliert. Ich hab noch keinen Bock zu gehen. Ist doch klar, dass ich noch bleib. Ich hab noch keinen Bock zu gehen. Ist doch klar, dass ich noch bleib. Ihre Bude wirkt so angenehm häuslich. All der Krempel passt so ihr. Sie bemerkt nicht, wie sie hitzig überzeugt spricht. Für das ich mich nicht interessier. Dass das nicht meine Welt ist, wird mir deutlich. Doch irgendwie bin ich fasziniert. Ich hab noch keinen Bock zu gehen. Ist doch klar, dass ich noch bleib. Ich hab noch kein Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Was ist da nur los, dass ich so lange schweig? Ist das vielleicht ein Rettungsboot? Oder nur der Ast, nach dem ich greif? No, no, no. Mm-hmm. Oder nur der Ast, nach dem ich greif? Ist doch klar, dass ich noch bleib. Trotzdem hab ich keinen Bock zu gehen. Ist doch klar, dass ich noch bleib. Was mich jetzt noch beschäftigt, ist wer von uns die Spielchen treibt. Wir wirken beide ziemlich übernächtigt. Nun nicht gerade wie verknallt. Verdächtig funkeln unsere Augen nicht vor Liebe, sondern aus Zufriedenheit. Trotzdem hab ich keinen Bock zu.